Herzlich willkommen zur OWEO Sport Session. Mein Name ist Christian Ehrhoff und heute zeige ich euch ein paar Stickhandling-Übungen, die ihr neben dem Eis, aber auch auf dem Eis machen könnt. Los geht's! Damit ihr den guten Holzboden zu Hause nicht zerstört, gibt es einen kleinen Trick, den ich euch hier zeigen werde. Und zwar könnt ihr über euren Schläger einfach eine Socke drüber ziehen. Die Socke dann mit Tape hier oben befestigen und dann gibt es auch keinen Ärger von Mama. Je nachdem, was ihr für einen Boden zu Hause habt, könnt ihr entweder einen Stickhandling-Puck nehmen, eine kleine Holzkugel oder diesen Stickhandling-Ball. Ich werde jetzt diesen Stickhandling-Ball benutzen. Ob ihr die Handschuhe beim Stickhandling-Training anhabt oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich schlage aber vor, ihr zieht sie an, weil auf dem Eis tragt ihr sie ja sowieso. Bei der ersten Übung machen wir einfach nur enges Stickhandling von links nach rechts. Die Rotation der oberen Hand ist hierbei entscheidend dafür, den Ball zu jeder Zeit abzudecken. Der Ball sollte ungefähr im letzten Drittel der Kelle liegen. Diese Übung können wir steigern, indem wir einfach immer breiter mit unserem Mischen werden. Ihr könnt die Übung auch so breit machen, dass ihr den Schläger an einer Seite nur noch in einer Hand haltet. Als nächstes machen wir eine Übung, wo wir den Ball um unseren Körper herumführen. Dabei bleiben wir in den Knien und halten eine athletische Position. Als nächstes machen wir Achten um zwei Objekte herum. Dabei könnt ihr jegliche Objekte nehmen, die ihr findet. Zwei Pucks wären natürlich auch super. Ihr könnt die Objekte näher oder weiter auseinanderstellen und natürlich macht ihr die Übung in beide Richtungen. In dieser nächsten Übung flippen wir den Ball oder den Puck von der linken auf die rechten und von der rechten auf die linken Seite zurück oder ziehen ihn unten herum. Bei diesen Übungen sind deiner Fantasie und deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten zu trainieren. Das Wichtige ist nur, dass du es machst, so oft wie du kannst. Denn Stickhandling ist ein immens wichtiger Teil des Hockeyspiels. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten OWEO Sport Session.